Hallo Survival-Freunde und herzlich willkommen zurück zu Stranded Deep. Ja, wir wollen ja auf jeden Fall unsere Hütte weiter bauen. Ich habe noch nicht mal einmal voll bepackt mit dem ganzen Zeug. Dann starten wir uns mal unseren Hammer, der auch bei den Geist aufgibt, so wie es aussieht. Und legen wir mal los. Wir brauchen auf jeden Fall hier für unsere kleine Terrasse ein Dach. Gucken wir mal, wie das alles so wirkt. Okay, das kommt daran. Gucken, wie das aussieht. Das ist ja wie gesagt auch noch nicht gebaut. Okay. Das sieht schon mal ganz gut aus. Dann bauen wir hier noch einen ran. So. Ja, kann man das so lassen, ne? Dann bauen wir hier noch ein kleines Treppchen ran, wenn das geht. Dann können wir dort in Zukunft unsere Cocktails schlürfen. Hab ich kein Messer mehr. Hab wieder irgendwo hingeschmissen. Versehentlich natürlich. Und wieder Lashings. Oder Ropes heißt das ja jetzt hier. Oder auch beides irgendwie. So. Kleine Leiter hin. Dann nehmen wir so eine. So. Kann ich das rein? Das ging ja nicht, ne? Oh, ich verdrücke mich immer hier. Ne, schade. Schade, schade. Aber sonst eigentlich ganz schön nett. Ja, doch. Ja. Kann man so machen. Wir wollen ja auch nicht ewig hier bleiben. Wir hoffen ja, dass wir irgendwann mal gerettet werden. Damals sind hin und wieder immer noch Flugzeuge umgeflogen. Ich weiß gar nicht, ob sie immer noch gibt. So, auf jeden Fall ziehen wir erstmal unsere Wände weiter. So, ach ne, wir brauchen hier wieder den Hammer. Das vergesse ich immer. Na, da hinten will ich. Da soll einer am Fenster. Da machen wir auch einen mit Fenster. So, da braucht keiner mit Fenster. Material geht auch schon wieder zur Neige, so wie es aussieht. Hier machen wir wieder ein Mitfenster am besten. Doe. Na? Willst du nicht? So. Und die Seite, ja, da machen wir auch noch ein Fenster, ne, damit wir in diese Richtung auch noch rausschauen können. Na, na. So. Prima. So. Jetzt kommt das Dach. So. Nee, 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 dahin, ja. Hier müsste ich jetzt wieder eine Wand ziehen. Und dann ist das Material auch schon wieder weg. Meine Güte. Reicht ja nur so eine halbe, ne? Hier, so rein ziehen wir da jetzt. So. Ja, und dann passt das auch schon.
Material ist wieder alle. Das heißt, wir brauchen wieder Nachschub. Flitzen wir mal fix los. Hier muss ich auch noch was bauen. Das ist ganz schön gefährlich. Wir wollen uns ja nicht verletzen. Sieht es eigentlich hier aus? Ach, guck an. Zwei Balken schon. Es geht bergauf mit uns. Wir haben den Kampf mit dem Tod gewonnen. Ganz klar. Ich finde auch, wir könnten einen Tick schneller laufen. Aber nur einen Tick. Den lassen wir mal stehen. Ich will mal wissen, ob da Kokosnüsse dran wachsen. Oder ob die Palme allgemein wächst. Den Rest hier drüben, den schlagen wir erstmal weg. Ja, siehst du, ganz vergessen. Turbo-Modus einschalten. Na. So. Ist ja nichts mehr dran, ne? Nee. Damit können wir auch noch nichts machen. Hier haben wir nicht sowas. Mehr liegt hier aktuell nicht rum. Das Ding könnte man noch zerhauen. Aber wir hauen erstmal die Palme weg. Weil sind da Kokosnüsse dran. Nein. Auch dreimal geht. Oh, was jetzt? Ich habe wieder keine Axt. Wir müssen uns mal eine richtige Axt suchen. Die hält wesentlich länger. Mit. Das gibt's doch gar nicht. Wir und unsere Axt immer. Wahnsinn. Echt, wo ich mein Messer gelassen habe. Gute Frage. Zur Not kommen wir uns immer noch ans Craften. Ich weiß gar nicht, was wir dafür brauchen. Woodstick. Aha. Okay. Wir gucken mal, ob wir erstmal eine Axt zusammenkriegen. Ja, sehr schön. Das ist wichtig. Die Axt brauchen wir immer wieder. Wie wir ja schon festgestellt haben, ganz oft. So, dann gucken wir mal, ob wir jetzt hier das Dach fertig kriegen.
glaube aber fast nicht. Oder? Mal schauen, mal schauen. Hier. So. Doch, ich glaube, das wird was. So. Sehr, sehr geil. Haben wir schon so einen kleinen Block hier, ne? Gucken wir uns das Ganze mal von außen an. Ja, mega fett. Die Festung ist das. Sehr geil. Jetzt gucke ich mal, überlege ich mir mal, wie ich das Ganze noch verfeine. So, dass wir noch zumindest eine Dachterrasse da oben rauf kriegen, wenn das möglich ist. Das weiß ich leider nicht. Aber dafür brauchen wir auf jeden Fall erstmal wieder viel Material, weil wir dann irgendwo noch das Treppenhaus dazu oder irgendwie so anbauen müssen. Das schauen wir mal. Ansonsten ist doch eine schnicke Bude. Können ein paar Leute drin leben. Loben, würde ich sagen. Manchmal hat man es aber auch mit dem Wort Gulasch. Sehr schön. Aber bevor wir uns weiter mit dem Haus beschäftigen, was ja jetzt soweit fertig ist, beschäftigen wir uns als nächstes erstmal damit, uns ein schönes Floß zu bauen. Und um zu gucken, was so in den ganzen Booten hier überall drin ist. Hier so drumrum um die Insel rum eiern. Und das machen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge. Bis dahin, liebe Freunde. Ciao.